Nichts an Günther war oberflächlich. Er besaß ein fundiertes Wissen auf allen Gebieten. Trotzdem war sein Wissensdurst unbegrenzt und er war an allem interessiert. Er hatte bis ins hohe Alter den Wunsch, dazuzulernen. Ein kleines Beispiel, das mir Lilo erzählt hat, als er nach seiner schweren Herzoperation aufwachte und seine Frau Lilo ihn fragte, was sie ihm denn mitbringen sollte, bat er um einen Brockhaus. Man hat damals noch nicht gegoogelt. Wenn man Günther, abgesehen von seiner riesengroßen künstlerischen Vita, meine Vorredner haben ja seine Meriten im Praxis-Bülow-Bogen schon genügend erwähnt, aber wenn man ihn im Wesentlichen beschreiben will, muss man drei elementare Eigenschaften von Günther hervorheben. Seine bis zum Tode anhaltende große Liebe zu seiner Heimatstadt Berlin, seine Liebe zur Familie und seine pazifistische Haltung, beziehungsweise seine sicher aus den Kriegserlebnissen herrührende unendliche Abneigung gegen den Krieg. Die Worte des Philosophen Karl Jaspers hatten den jungen Fitzmann stark geprägt. Es ging um den von Jaspers in Frage gestellten Begriff bewältigte Vergangenheit. Zitat Jaspers: Ich kann nicht etwas bewältigen, was hinter mir liegt, sondern nur, was vor mir liegt. Daraus entwickelte Günther für sich: Ich kann nur mit Mut und Würde zu dem stehen, was war. So wurde sein Leitbild dieses Wort von Jaspers, und sein ganzes Leben füllte aus die Suche nach der Wahrheit. Er machte sich, als er 45 schwer verletzt aus der russischen Gefangenschaft entlassen wieder nach Berlin kam, als erstes Gedanken darüber, wie er seiner in Schutt und Asche liegenden geliebten Heimatstadt am besten helfen kann. Er entdeckte seine Liebe zum politischen Kabarett. Es war zu der Zeit die einzige Möglichkeit, seine Verzweiflung und Wut über politische Situationen und den verhassten Krieg zu artikulieren. Er machte Lesungen, haben wir schon gehört, seines überaus geschätzten Dichters Tucholsky unter anderem, veranstaltete mit einer Gruppe gleichgesinnter satirische Kabarettveranstaltungen, zunächst ohne eine einzige Mark dabei zu verdienen. Es ging ihm nur um das Anliegen. Später, auch das haben wir schon gehört, entstanden daraus die berühmten Stachelschweine, deren Mitbegründer er 49 war. Sie gastierten in den verschiedensten Unterkünften, am Anfang im Jazzkeller die Badewanne, dem Lokal, ich kenne das noch, wir haben da aufgetanzt, der 50er Jahre. Wenn die Kapelle Pause machte, dann durften sie auftreten, in der ewigen Lampe. Und endgültig fanden sie dann den mit unvergessenen Mitstreitern wie Joachim Thege, ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Namen überhaupt noch kennt, Sie sind alle viel zu jung, Ilse Markgraf, Alexander Welbert, Klaus Becker, Rolf Ulrich, Achim Striezel und später Inge Wolfberg und Wolfgang Brunner, die dazu kamen. Dann bekamen sie die feste Spielstätte im Europacenter und wurden zu den legendären Berliner Stachelschweinen, dem politischen Kabarett, das über Deutschland hinaus bekannt wurde. Der Name Stachelschweine stammt übrigens von dem Dichter Thierry. Er und Rolf Ulrich schrieben damals in den ersten Jahren auch die Texte, die ganz großartig waren. Ich habe noch als Schulkind oder als junge Schauspielschülerin, das weiß ich nicht mehr, eine Vorstellung in Erinnerung, in der Fitzmann, den ich damals noch nicht persönlich kannte, ein echtes Kabinettstück seines komödiantischen Talents gab. Er verwandelte sich innerhalb weniger Sekunden von einem schnarrenden Offizier in einen saukomischen, tönenden, schwulen Ballettmeister. Die Leute tobten. Und ich habe diesen Auftritt bis auf den heutigen Tag nicht vergessen. Günther Pitzmann wollte ja ursprünglich gar kein Schauspieler werden. Trotzdem, haben wir schon gehört, besuchte er die Schauspielschule von Fritz Kirchhoff, der damals auch Intendant des Potsdamer Theaters war, der Kreis, und hatte dort sein Debüt als Pylades, ein Goethe-Stück, der Pylades in Iphigenie auf Tauris. Danach gab er noch ein paar Beweise seines dramatischen Talents, unter anderem hat er der widerspenstigen Zähmung gespielt und andere Klassiker. Und auf seinem Abschlussbericht aus dieser Zeit steht, lustigerweise, seine Entwicklung wird zum ersten Helden gehen. Naja,
kann man drüber streiten. Da war er im Leben, auf der Bühne war er das eher nicht. Günther wollte ja ursprünglich Sportlehrer werden, aber diesen Wunsch musste er mit der schweren Kriegsverletzung am Bein, die ihn bis zu seinem Ende immer mehr zu schaffen machte, leider aufgeben. Auch der andere Berufswunsch, Medizin studieren, war ihm versagt. Den Sport genoss er dafür umso intensiver am Fernsehschirm. Er liebte jede Art von Sport, besonders Fußball. Die Sportschau am Samstag war ihm heilig. Wehe, wenn da einer anrief oder eine Tür quietschte oder ein Familienmitglied mit dem Stuhl ruckelte. Das mochte Günther gar nicht. Da gab es vom sonst so geliebten Vater des Hauses richtig Ärger. Er kannte jeden Sportreporter, nannte sie beim Namen, kannte ihre Eigenheiten und analysierte sowohl die Spiele als auch die Reporter. An Tagen von wichtigen Bundesligaspielen oder anderen interessanten Sportereignissen, habe ich mir sagen lassen, hat er nach einem Blick in die Hör zu kurzerhand abgesagt. Und dann gedacht, nee, da kann ich nicht. Sein zweiter Herzenswunsch, Arzt zu werden, hat sich zumindest halb erfüllt. Sein ältester Sohn Robert, der leider heute nicht hier sein kann, wurde zum großen Glück des Vaters Mediziner und Günther selber erfüllte sich wenigstens im Fernsehen seine Liebe, indem er den Dr. Brockmann, viel haben wir darüber schon gehört, hier im Praxis-Bülow-Bogen spielte. Günther verließ nach einigen Jahren die Stachelschweine, um in einigen wichtigen Antikriegsfilmen mitzuspielen. Später entschloss er sich dann, sein Publikum auch mit Unterhaltung, Theater, Film oder Fernsehen zu erfreuen. Ich nehme an, er musste auch irgendwann mal Geld verdienen. In dieser Zeit lernte ich Fitzmann kennen. Es war im Jahre 56 in der Komödie am Kurfürstendamm. Wir spielten zusammen ein Stück, das hieß »Hier bin ich, hier bleib ich«. Ich war eine kleine Kammerzofe und erinnere mich noch, dass er, der Herr des Hauses, unheimlich scharf auf die Kleine, in seinem rot gestreiften Bademantel dauernd um mich herumschwänzelte. Seine Präsenz, seine Ausstrahlung, seine überaus hilfsbereite Einstellung einer Anfängerin gegenüber werden für mich immer in Erinnerung bleiben und sind so überwältigend ihrer Präsenz, dass ich das bis heute nicht vergessen habe, diesen Auftritt. Das ist ja jetzt ein halbes Jahrhundert her. Mehr. Er war im Übrigen immer für andere Kollegen da. Wie oft habe ich erlebt, dass er Schauspieler, die gerade einmal ein Tief hatten oder auf ein Angebot lauerten, zu Rollen verhalf. Wir spielten in den nächsten 20 Jahren noch mehrere Stücke in der Komödie oder im Theater am Kurfürstendamm zusammen, meistens Eheleute oder Liebespaare, deren Inhalte meistens austauschbar waren. Nicht aber die Arbeitsweise von Günther Fitzmann. Auch bei den seichtesten Texten und banalsten Pointen grübelte und probte und überlegte er so lange, bis die Sache einigermaßen menschlich war. Das war sein großes Geheimnis. Und neben seinem Talent auch der Erfolg, den er in jeder Rolle hatte, ob er sie in seiner wunderbaren echten Berliner Muttersprache oder in sogenanntem Schriftdeutsch spielte, er ruhte nicht auf der Probe, bis die Figur, die er spielte, glaubhaft und menschlich war. Er suchte auch hier die Wahrheit. Man konnte unheimlich viel von ihm lernen, zum Beispiel auch, dass man immer auf seinen Instinkt bzw. auf sein Bauchgefühl hören soll. Eine Anekdote aus dieser Zeit ist ein treffendes Beispiel. Wir spielten damals im noch existierenden Berliner Theater ein Stück von Feydeau, wie man Hasen jagt. Wir hatten einen ganz jungen, modernen Regisseur, der uns auf den Proben immer wieder ein abenteuerliches Regiekonzept vortrug, bei dem wir uns darauf verlassen sollten, dass die Möbel und die Gegenstände, die mit uns zu tun hatten, um uns alle herum etwas könnten. Die können was, sagt er. Die Möbel können was. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Lass das die Möbel machen. Mein anderer Partner, Harry Wüstenhagen, leider auch schon lange, lange, lange gestorben, und ich waren ganz fasziniert. Günther dagegen gestaltete seine Rolle einfach von der Leber weg, als hätte er die Worte des Regisseurs nie gehört. Die Premiere kam. Die Möbel konnten nichts. Günther, der auf seinen Instinkt gehört hatte, spielte seine Rolle und wir beide, Harry und ich, saßen da
und wie die Berliner sagen würden, kickten ziemlich dämlich aus der Wäsche. In den 60er Jahren war es der große deutsche Film Das Wunder des Malachias, in dem wir ein Liebespaar spielten. Wir drehten 3 Monate lang im Ruhrgebiet auf der Straße bei eisiger Kälte mit dem äußerst anspruchsvollen und chaotischen Regisseur Bernhard Wicki. Günther kannte ihn schon aus der Arbeit mit ihm an der Brücke. Günther hatte sich in diesen Jahren sowieso, wie wir auch schon gehört haben, hauptsächlich den Antikriegsfilm verschrieben. So drehte er unabhängig von der Gage, die dafür ausgeschrieben war, vorzugsweise Antikriegsfilme. 2 herausragende Beispiele hierfür, außer der Brücke, möchte ich noch nennen. Nacht fiel über Gotenhafen und Hunde wollt ihr ewig leben. Besonders in diesem Film konnte Günther mit der Figur des Wachtmeisters Kunowski zeigen, dass er in die Reihe der ganz großen, ernsthaften Schauspieler einzureihen ist. Sein Rappel hing an diesem Eisengitter und verrückt spielt, das wird jeder, der das gesehen hat, nie vergessen. Das war wirklich in jeder Hinsicht dieser Malachias, zurück zu Malachias, das war in jeder Hinsicht eine erinnerungsreiche Arbeit. Zunächst, wie schon gesagt, wir drehten bei eisiger Kälte auf den Straßen Gelsenkirchens und in der Umgebung auf 18 Stunden und länger und waren der Erschöpfung nahe, aber Günther hielt uns immer mit Witzen und Erzählungen bei guter Laune. Wir nannten Peitsche, ist er übrigens geheißen, außer Pitze, Peitsche wurde er genannt. Wie Peitsche, wie er in Schauspielerkreisen hieß, unseren Frischhaltebeutel, so nannten wir ihn. Trotz der schwierigen Drehtage hat das Hotel zur Post in Gelsenkirchen sicher nie wieder solche Nächte erlebt. Dort spielte sich alles Erdenkliche ab. Da in diesem Film außer uns Hauptdarstellern fast alles, was in der Schauspielerbranche der damaligen Zeit Rang und Namen hatte, mitspielte, waren die Nächte im Hotel in der Post in Gelsenkirchen sehr merkwürdig. Und die Bar war stets rappelvoll. Es spielten sich abenteuerliche Liebesgeschichten ab. Aber die einzig interessante und für mich wichtige habe ich nicht mitbekommen. Nämlich die von Günther und Karin Hübner. Karin und ich kannten uns aus der Berliner Tribüne, wo wir mal zusammen ein Stück gespielt hatten. Wir waren beide zum Casting eingeladen für Malachias und hatten beide die Rollen, für die wir vorgesprochen hatten, bekommen. Mehr hatten wir eigentlich in diesem Film nicht miteinander zu tun. Wie überrascht war ich aber, als ich erfuhr, dass Karin und Günther, die eine Etage über mir im Zimmer hatten, ein Paar seien und sogar heiraten wollten. Das taten sie auch und spielten dann monatelang zusammen Fair Lady. Ich kannte beide gut, aber ich konnte mir diese Paarung überhaupt nicht vorstellen. Seltsamerweise war in dieser Phase mein Kontakt zu Günther ziemlich reduziert. Zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, schien er mir total verändert. Und ich hatte das Gefühl, dass ihm diese Ehe nicht gut tat. Sie hielt auch nur ein halbes Jahr. Und ziemlich bald trat Lilo auf den Plan und Günthers Welt war wieder in Ordnung. Mit der zweiten Ehe hatte Günther sein großes Glück gefunden. Sie teilte, wie schon gesagt, alle seine Vorlieben und war stets an seiner Seite. Günther war ein leidenschaftlicher Gärtner. Und sein erster Weg nach dem Drehen war stets der Gang in den Garten, in dem er auch selbst Hand anlegte. Auch als Handwerker im Haus war er überaus geschickt und hatte Freude daran, einige Dinge selbst zu gestalten. Seine beiden Söhne Robert und Andreas zog er gern zur Mitarbeit heran, was nicht immer auf Gegenliebe stieß. Ich war inzwischen in meiner auch zweiten Ehe mit meinem Mann Manfred zur Ruhe gekommen und da wir nur ein paar Kilometer voneinander entfernt wohnten, kam es zwischen uns auch privat zu nachbarschaftlicher Freundschaft. Am Tage kam Günther des Öfteren mit dem Fahrrad, mit einem aus seinem Garten ausgebuddelten Rosenstock oder anderen Blümchen zu uns herüber in unseren weniger gepflegten Garten und verehrte uns etwas. Oder eines der Kinder musste schnell mal genäht werden, mein Mann war Orthopäde, weil er sich verletzt hatte. Einer steht hier mit der Hand. Die nächtlichen, oft sehr langen Fäden fanden mal hüben, mal drüben statt, mal bei Fitzmanns, mal bei uns. Dann trafen sich Ensemblemitglieder aus dem Theater und gemeinsamer Malerfreund Ole Jensen,
sowie Politiker jeglicher Couleur und diskutierten über Gott und die Welt. Damals diskutierte noch jeder mit jedem, gleich welcher Partei er angehörte, und feierte auch zusammen. Zum harten Kern gehörte immer Günther, dessen Diskussionsfreude kein Ende nahm, bei der ich weiß nicht wie vielen Tasse Kaffee, wenn den letzten Gästen schon die Augen zufielen, war er immer noch putzmunter und hielt Reden, dass man manchmal meinte, er sei der heimliche Bürgermeister von Berlin. In den 70er Jahren führte uns dann nach gemeinsamen Arbeiten beim Theater, Hörspiel und bei sogenannten Tingeleien die Fernsehserie Drei Damen vom Grill zusammen. Eine echte Kultserie, die ihren Erfolg zu einem großen Teil auch der wunderbaren Figur Otto Krüger alias Günther Pitzmann verdankte. Und der Tatsache, dass wir uns alle, und das ist sehr selten in diesem Beruf, alle wirklich ohne Worte gut verstanden. Günther war der für immer Späße und kleine Gaunereien aufgelegte Otto, ich die immer alles verzeihende und ihn liebende Magda. Ich persönlich werde all diese vielen Tage und Nächte, in denen Günther und ich Liebespaare oder Eheleute spielten, nie vergessen, weil sie eine ganz besondere Qualität des Miteinander hatten. Eine Vertrautheit, die ganz selten ist, die vermutlich auch daher rührt, dass wir im Leben nie, wie viele andere Kollegen, nie ein Liebespaar waren. Vermutlich konnten wir dadurch so ehrlich und unverkrampft miteinander spielen. Günther ist und bleibt für mich eine ganz kostbare und wertvolle Bereicherung meines Lebens. Ein schmerzlicher Verlust für die Serie und für uns alle war es, als Günther nach 10 Jahren den weißen Kittel des Otto Krüger mit dem weißen Kittel des Dr. Brockmann vertauschte, um die Serie Praxis Bülowbogen zu drehen. Aber das war sein Herzenswunsch und wir haben es ihm alle sehr, sehr gewünscht und gegönnt, wobei sich der Kreis schließt. Denn hier im Hause wird jetzt von den Herren und von mir die schöne Tafel für Günther enthüllt. Günther, die Pitzmann-Angehörigen mit nach vorne kommen, das wäre total toll. Sind Sie so lieb? Wir ziehen hier alle zusammen dran. Ja, das ist jetzt ein spannender Raum. Wir müssen jetzt auch nochmal natürlich. Ja, hier mit Transit. 1, 2, 3 oder Andreas? 1, 2, 3, ja. Immer gut, bitte.